Ja, moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zum nächsten Teil vom Let's Play Euro Truck Simulator 2 Pro Mods in der Version 2.3.1. Ja, ich bin schon ein bisschen weitergefahren wie bei der ersten Folge. Die zweite Folge wäre normalerweise eigentlich schon da gewesen. Aber ich habe leider ein bisschen mein Aufnahmeprogramm, ja, hatte ein kleines Problem. Und deswegen, ja, gibt es jetzt die zweite Folge. Ja, wir fahren weiter nach Tallinn. Und sind schon durch Prag durch, also quasi schon auf der Autobahn vorbei. Und wir fahren jetzt in Richtung Tallinn. Ja, wir haben noch knapp 1117 Kilometer vor uns, bis wir an unserem Ziel da sind. Und ja, alles passt eigentlich. Ja, was gibt es denn Neues zu erzählen? Eigentlich habe ich schon die ganze Folge vorher schon erklärt, aber das Problem war dann, ja, mein Videoprogramm hat gemeint, nö, ich zeige dir das Bild nur in schwarz. Und ich so, scheiße. Ich so, ja, okay, jetzt muss ich es halt natürlich wieder ein bisschen umplanen und zeige euch die Strecke ab jetzt. Ja, wir haben jetzt noch knapp 1100 Kilometer vor uns bis nach Tallinn, nach Estland, die Reise. Natürlich mit SchmidtV, denn ich fahre ja im Auftrag von, ja, von der International SchmidtV Logistik. Ja, wir suchen auch noch Fahrer für unsere Spedition. Das heißt, wenn ihr da gerne mal vorbeischauen wollt, einfach dann, ja, zu uns mal in den TS kommen. Ich kann euch gerne die TS-Daten dann nennen. Und ihr könnt dann einfach gerne mal vorbeikommen und ich tue euch einen Link in die Videobeschreibung rein. Und auch zu SchmidtV, also das wäre das kleinste Problem. Ja, was gibt es denn Neues zu erzählen? Ja, ich fahre jetzt gerade die Tour in der ProMods auf der Version 2.3.1. Denn die neueste Version, ja, das ist ja eigentlich die neueste Version von der ProMods. Ich habe die ProMods ein bisschen gekoppelt. Werde ich euch gleich mal was zeigen darüber. Denn ja, ich habe so ein paar kleine Sachen mit reingebaut. Ja, das kann ich euch dann gleich erzählen. Ja, des Weiteren. Ja, werde ich bald vielleicht eine Kooperation mit jemandem eingehen. Wer die Person genau ist, das werde ich euch dann auch in den nächsten Videos vielleicht sagen. Und ja, vielleicht klappt es auch, wie ich es haben mag. Und von daher passt es dann. Ja, es gibt heute noch ja, die Folge jetzt hier in ETS 2 ProMods, die werde ich nachher dann hochladen auf YouTube. Dann wird es heute auf jeden Fall noch eine Folge RMC 2 geben. Und zwar, ja, wahrscheinlich wird es da noch eine Folge geben auf alle Fälle. Auf welche Karte weiß ich noch nicht, aber das entscheide ich dann auch spontan. Muss mal schauen, was so für neues Content gibt und ja, mal gucken. Ja, was gibt es sonst noch? Ja, ATS ist ja das DLC Oregon rausgekommen und Oregon habe ich mir besorgt. Ja, wird es auf jeden Fall auch noch ein Let's Play geben, auf alle Fälle Multiplayer dann. Was auch im ETS Multiplayer werde ich dann wahrscheinlich auch noch ja, ein Let's Play machen. Da würde ich das dann auch in Teile aufstückeln. Also ich werde zwar die Touren dann komplett durchfahren, aber dann quasi euch pro Tag oder vielleicht sogar am Tag dann die Folgen hochladen. Muss ich noch alles schauen, denn ja, ich bin jetzt zur Zeit wieder am Arbeiten, beziehungsweise eigentlich schon seit über 3 Monaten die ganze Zeit nur am Stück arbeiten, ohne so urlaubmäßig, doch ja gut, okay, vielleicht mal ein paar Tage Urlaub, aber das war's dann im Prinzip. Denn ja, ich arbeite in einem Krankenhaus
Tübingen und ich bin ja der ganze Tag unterwegs. Also, wow, schon schlimm. Also, quasi auf gut Deutsch gesagt, ich gehe morgens um kurz vor 7 aus dem Haus. Und heute kam ich mal früh nach Hause, also da muss ich wirklich sagen, Halleluja, also heute war ich so, ja, kurz vor 3 zu Hause. Kann aber auch schon mal sein, dass es später wird bei mir. Also das heißt, nicht dann so um 3 zu Hause, sondern dann erst um 4 oder 5. Ja, ich immer so plus minus. Es kommt immer ganz drauf an, wie so meine Pläne sind. Denn ja, mein Real-Life-Programm geht leider auch noch vor. Und habe ich mir, glaube ich, letztes Jahr ein bisschen mein Real-Life-Leben ein bisschen kaputt gemacht. Und da muss man halt einiges ein bisschen aufbauen wieder. Und bin ich gerade auch dabei, es wieder, ja, sag ich mal, neu aufzubauen. Und ja, könnt ihr euch ja denken, wie sowas ist, ne? Ja, wir befinden uns jetzt auf der Romots. Wir sind gerade, wartet mal, kann ich euch gleich zeigen, wo wir sind. Und zwar jetzt. Und zwar, wir sind gerade auf dem Wege, ja. In Lodz fahren wir jetzt vorbei und fahren jetzt Richtung Warschau und Białystok und dann gehen wir schon mal über die erste Grenze Richtung Lettland. Also nicht mehr weit und dann passt es schon mal. Und dann, ja, geht's dann, also warte mal, ich kann es euch mal zeigen. So, jetzt. Wahrscheinlich werde ich aber ein bisschen anders fahren. Ich werde jetzt wahrscheinlich, wir sind hier. Dann geht er in Richtung Warschau, von Warschau Richtung Orle, bla bla bla, keine Ahnung. Wahrscheinlich fahre ich die 58 weiter. Und dann gehe ich hoch erst. Ja, so könnten wir weiterfahren. Dann zeige ich euch mal diese Strecke hier. Denn die andere bin ich ja schon gefahren. Und dann fahren wir mal so. Ja, es sind sogar schon ein paar Kilometer weniger. Von daher passt es eigentlich. Aber dies gibt's dann in der nächsten Folge dann. Und ja, die Folgen, ich werde euch jetzt die erste, die Folge hier so bald wie möglich schon hochladen. Dann wird es dann noch eine weitere Folge nachher noch geben. Wann die dann gibt, weiß ich nicht, kann ich euch noch nicht sagen. Muss ich dann schauen. So, raus. Und gehen da auch gleich raus. Ja, perfekt. So. Komm, dann gehen wir noch überholen. Wollen wir mal kurz hier mal ein bisschen überholen. Naja, nach STVO sieht es zwar nicht so aus, aber passt. Genau, jetzt gehen wir hier schon über die Grenze drüber. Über eine Grenze, sage ich jetzt mal. Und, oder, beziehungsweise Grenze kann man es ja nicht sagen. Es war nur eigentlich eine, ja, wie Zoll quasi. Eine Mautstelle, auf gut Deutsch gesagt. So. Genau, deswegen passiert das auch. Ups, rechts, Dinge kann man mal ausschalten. Schon gemerkt. Ja, jetzt geht es natürlich weiter. Wenn ich euch mal über Themen oder wenn ich mal was über Themen reden soll, ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, über was ich reden soll, dann können wir das gerne mal machen. Denn meine Let's Plays sollen nicht nur über die Spiele sein, sondern auch über allgemeine Themen. Also schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare rein, dann können wir da mal gucken. Und ja, das wird auf jeden Fall gehen. Kein Problem. Denn ja, ich rede eigentlich ziemlich viel über Themen, die mich zum einen beschäftigen, zum anderen ja, beschäftigen oder nicht beschäftigen. Es gibt zum Beispiel auch Dinge, wo ich dann gerne mal öffentlich auch sage und meine Meinung dazu äußere. Da könnt ihr mir dann auf jeden Fall auch sagen, hey, passt es nicht, passt
passt es nicht oder so, könnt ihr mir gerne alles schreiben und ja, nochmal gucken. Ja, wir fahren jetzt gerade 12 Tonnen Bohnen. Oh ja, Tannen braucht Bohnen. Okay, alles klar, kriegen sie. Habe ich damit natürlich keine Probleme. Ich fahre alles, was sein muss. Okay, also so vorgestellt. Speichert es sehr gerne. Zu gewissen Zeiten speichert das Ding ganz arg, wo ich es ungern mag, sag ich mal. Aber ja, ist ETS 2. Die KI ist da genauso ein bisschen, naja. KI eben. So wie gerade eben der LKW da einfach davor rübergezogen hat. Jetzt nicht aus dem Park rauskommt. Ach Mann. Naja. Ja, meine nächsten zwei Folgen, die habe ich jetzt schon, oder beziehungsweise die eine Folge gibt es ja jetzt dann gleich. Die andere werde ich dann in einer, vielleicht eine Stunde oder zwei Stunden hochladen. Ich möchte euch so viel Videocontent bieten, wie ich kann. Und muss auch sein, auf jeden Fall, denn anders geht es gar nicht. So, dann schauen wir doch mal. Ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns auch dann bald wieder zur nächsten Folge. Wenn es dann wieder heißt, Let's Play Euro Truck Simulator 2 Pro Mods mit mir, mit dem Peter. Ja, stay positive, positiv denken, Leute, und bis zur nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt, Let's Play Euro Truck Simulator 2 Pro Mods mit mir, mit dem Peter. Bis dahin, ciao, ciao.